So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch recht herzlich bei einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Heavy Rain. Das ist ein Remake. Das gab es schon mal für die PS3. Aber ich habe mir gedacht, ich schnappe es mir natürlich auch nochmal für die PS4. Es ist ja auch schon ganze 6 Jahre her. Wahnsinn, oder? Es kam 2010. Kam es für die PlayStation 3 damals raus. Ich habe mir eine PS3 geholt, weil ich wollte mir God of War 3 holen. Und dann kam Heavy Rain das habe ich mir geholt. Und das hat mich echt so geflasht. Aber genug gelabert, jetzt geht's erstmal los. Um zu interagieren, führen Sie die angezeigte Bewegung mit dem rechten Stick aus, okay? So, guten Morgen. Versuchen Sie es langsam, um zu sehen, wie Sie die Animationsgeschwindigkeit kontrollieren, okay? Funktioniert gut. So. Halten Sie R2 zum Laufen. Mit dem linken Stick ändern Sie die Richtung. Also quasi so. Ach mal, da können wir auch schon wieder was machen. Erstmal den Tag begrüßen. Ja, langt auch wieder. Zack. So, dann gehen wir mal weiter. So, was haben wir denn hier Schönes? Machen wir mal Schrank auf. Schön, schön, schön. Indem Sie L2 gedrückt halten, können Sie jederzeit die Gedanken des Charakters anhören. Oh, das ist interessant. Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Duschen ist nie verkehrt. So, was haben wir hier? Aha, Hochzeitsbild. Da freut er sich. Schön, schön. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Ein Zettel. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Die Grace. Sehr schön. Was haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Nö, ne? Also können wir jetzt den Raum verlassen. Der Vogel pfeift. Ja, hallo? Ja, was bist du denn für ein Feiner? Sehr schön. So. Aha, scheint ein Kinderzimmer zu sein. Ja, wir inspizieren alles mal. Oh, können wir jonglieren? Oh Gott. Aha. Ah, okay. Boah, sind wir gut. Sehr schön. Ja, die legen wir aber jetzt mal wieder hin. Wahnsinn. Und das am frühen Morgen, ne? Jonglieren wir schon. Machen wir schon artistische Aktivitäten. Wahnsinn, oder? Also, so muss laufen. So. Ja, jonglieren haben wir schon. Können wir da raus? Nö. Also gehen wir wieder. Gehen wir gerade wieder raus. So, zack. Was haben wir denn hier? Hier waren wir auch noch nicht drin. Wir inspizieren erstmal alles. Ah, hier haben wir doch das Bad. Sehr schön. So, gehen wir erstmal rasieren. Ja, okay. Wenn diese Art von Symbol erscheint, verwenden Sie den rechten Stick, um die Bewegung langsam auszuführen. Okay. Ja. So, schön. War ein elektrischer Rasierer, also können wir uns eigentlich nicht schneiden. Aber okay, wir sind schön langsam. Schön langsam. So. Sauber. Ja, wunderbar. 1A, das funktioniert doch mal wunderbar. So, was machen wir jetzt? Schauen wir uns erstmal im Spiegel an. Ja, wir sind schon ein bisschen Egomane. Wir achten nur auf unser Äußeres. Ganz anders wie im Real Life. So, schön Zähne putzen, wie sich das gehört. Aha. Jetzt mit dem
Sollen wir den schütteln? Ja, tatsächlich. Ich schüttle meinen Controller. Natürlich nur den Controller, ne? So, die Bewegung kennen wir auch gut. So. Sehr schön. War es das schon? Naja, gründlich ist anders, aber okay, okay, that's fine by me. So, jetzt gehen wir aber mal duschen. Oh, wow, was für eine Dusche. Drehen Sie Ihren Kopf, um die möglichen Aktionen zu sehen. Schauen Sie sich mit dem linken Stick die Dusche an. Ja. So, Hose runter. Und jetzt geht's los. Ah! Ein nackter Männerpo. Nackter Damenpo wäre mir jetzt lieber. Frauen. Hintern. So, Damen. Naja, ich bin halt höflich. So, jetzt trocknen wir uns ab. So, schüttel. So, schön die Haare. So, und jetzt rubbeln wir uns auch noch den Rücken ab. So. Schön wieder die Unterbuchse angezogen, dass wir auch nicht irgendein Geschlechtsteil sehen. Die Videospielwelt muss ja sauber bleiben. Drücken Sie L1, um zum Wechseln der Kamerawinkel. So können Sie Ihre Umgebung erkunden. Aha. Ich glaube, aber jetzt ziehen wir uns aber am besten mal an, oder? Ich würde sagen, ja. So. Was haben wir denn hier Schönes? Er weiß schon Bescheid. Gibt es kein großes Heckmeck. So. Schöne Jeans. Ja, so Hemd noch angezogen. Passt. Locker, leger, so wie es sein muss. So, aber wir waren noch nicht in jedem Zimmer. Hier war man noch nicht drin. Ah, die Toilette. Ja, muss auch mal sein. Morgenstunde hat Stuhl im Mund. Nee, was? Machen nur Pipi. So, oh, das läuft aber auch wieder hier. Ah, oh, schön. So, abgeschüttelt und gespült. Ist ja wohl logisch. Und wie man es kennt, Männer lassen den Deckel oben. Sehr schön. So, dann gehen wir mal weiter. Hier lang. Oh, schön. Ist das Kunst oder kann das weg? Naja. Nein, du sollst runtergehen. Naja, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, aber das kannte ich auch noch von der PS3. War klar, dass sie die wieder so übernommen haben. Die Gedanken des Charakters ändern sich mit der Situation. Überprüfen Sie sie regelmäßig. Was war das nochmal? R2? Ja. Arbeit? Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Ja, eigentlich könntest du das tun, ne? Arbeiten? Du arbeitest zu Hause? Okay. Was für einen Beruf hast du, wenn du von zu Hause aus arbeitest? Ah, ich glaube, er ist Architekt. Sieht gut aus. So. Setzen wir uns erstmal hier auf den Stuhl. Würde ich glatt behaupten. Hallo? Oder auch nicht? Hä? Hallo? Geh doch mal wieder rein. Das ist ein Symbol. So. Ah, okay. Jetzt. Jetzt setzt er sich hin. Schön. So, nehmen wir uns noch mal einen Stift. So, zack. Fertig das Haus. So. Ja. So. Jetzt macht er es schon von ganz alleine. Ich denke, er erstellt einen Plan. Aha. Aber sauber akkurat hier. Muss man ihm lassen. Aha, aha.
Komm, das machen wir aber noch ein bisschen schöner, oder? Hoppla. Zu schnell. Ach so, okay. So. 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 Zack. So. Drücken und halten Sie jede angezeigte Taste, bis sie alle verschwinden. Okay. Oh je. Und ich muss mir da keinen Fingerspagat machen. Das kriegen wir gerade so noch hin. Zack. So. 1A. Ich kann Architekt werden. Ist doch kein Problem. So. Und. Jawohl. Können wir noch weitermachen? Ah, jetzt müssen die Linien weg. So, zack. Ja, jawohl. Dass das alles schön sauber ist. Da auch noch. So, komm schon. Jawohl. Alles schön wegradiert. Wegradiert, jawohl. Schön blasen, wie sich das gehört. So. Ach, 1A, guck mal, schön. Wunderschön. Können wir noch was machen? Können wir jetzt auch noch an? Können wir das ja auch noch anmalen? Ach nee, guck mal da. Künstlerisch kann er sich auch noch betätigen. So, hier noch. Zack, schön. Jawohl. So muss das sein. Aha, da hat er es auch nochmal auf dem Computer. So. Aber ist mir noch nicht fertig. Okay. Ach ja. Okay, jetzt macht er noch sein Otto hin. Zack. Zack. Es läuft gut mit den Plänen. Ich sollte bis Montag fertig sein. Absolut, absolut. Sieht doch super aus. 1A. So, jetzt gucken wir nochmal, was seine Gedanken machen. So, Garten. Ja. Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Ja, Auszeit nach der getanen Arbeit. Hört sich doch gut an. So, was haben wir denn hier? Oh, hier war auch was. Architekturbuch. Oh, Wahnsinn. Es gibt nichts Spannenderes. Kommt mir schon vor wie Ted Mosby von How I Met Your Mother. Da geht ihm nur ein Herz auf. In der Hose. Nee. So. Okay, dann gehen wir mal raus. Bisschen chillen. Ui, ein Schwert. Ja, warum nicht? Ein bisschen Schwertkunst ist nie verkehrt. So, jetzt reicht es aber auch mal wieder. Ist hier nicht irgendwo eine Liege oder sowas? Keine Ahnung. Oh, was haben wir denn hier? Flieglibelle, wow. Mein lieber Mann. Nicht schlecht. Nicht übel. So, machen wir ein bisschen Garten-Sightseeing, wie sich das gehört. Ja, mal nochmal die schöne Libelle. Sollen wir sie nochmal fliegen lassen? Ja, komm. Zack. Wunderbar. So, jetzt reicht's aber mal. Aber da ist kein Liege. Ich wollte doch im Garten ein bisschen entspannen. Was soll denn das? War Wahnsinn her. Das ist schon ein großes Grundstück, muss man sagen. Also, gerade für Kinder oder wenn sie noch einen Hund haben. Ja, das fühlt sich schon. Was kann man denn hier machen am Baum? Ach ja, okay. So geht's natürlich auch. Bisschen relaxen. Oh, ja, genau. Augen zu.
und die Gedanken baumeln lassen. So muss das sein. Schön, schön. Ach ja. Ist es nicht schön? Die Ruhe vor dem Sturm wahrscheinlich. So, aber jetzt langsam mal wieder. Oh. Ach, guck mal da. Wie kommt denn da? Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Na, heute ist der große Tag, hä? Bin ich jetzt erwachsen? 10 Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Ethan, kannst du mir helfen? Ich komme. So, drücken und halten Sie jede angezeigte Taste, bis sie alle verschwinden. Ja, das können wir ja. So, erstmal der Frau das Gepäck hier abgenommen. Den Einkauf. So, zack. So. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte Sie im Supermarkt kaum bändigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ich bin ganz gut vorangekommen. Nur noch ein paar Details und dann sind wir soweit, dass wir die Pläne den Kunden zeigen können. Ich habe noch 1000 Sachen zu tun. Ich werde nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Okay. Kein Problem, ich mach das schon. Dessert, Wohnzimmerschrank. Komm mal. Hier vielleicht? Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Aha. So. Das ist das Set von meiner Mutter. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Hey, Ethan, du hast gesagt, du passt auf. Tut mir leid, ich pass besser auf. Was? Oh mein Gott, die ist aber überempfindlich. Ich weiß. Ich passe auf. Ja, ja, mein Gott. Chill. So. Langsam. Gut. So. Das wäre erledigt. Gehen wir mal wieder zu unserer lieben Frau, dass sie nicht meckert. Hallo. Ethan. Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Mars. Ich finde Sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Mars. Na? Naja, die Kinder sind ja, glaube ich, gerade draußen. Von daher... Ich weiß, was du willst, Ethan. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Och, Mann. Schade. Ich muss mich um diese Party kümmern. Wir setzen die Unterhaltung später fort. Ja, ja. Das sagt ihr Frauen immer. So. Jason. Komm, wir fahren mal Jason. Jason ist glücklich. Ja. Kaum zu glauben, dass er heute 10 wird. Mir kommt das so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet. Wir werden alt, Jason. Tja. Wann kommen Jasons Freunde? So um 2. Gott, ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Nicht wie letztes Jahr. Geschenk, jawohl. Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich habe es heute Morgen im Laden gekauft. Oh, wir hatten Glück, es gab nur noch das eine. So, brauchst du Hilfe? Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Sehr schön, brave Frau. Oh, was haben wir denn hier? So sieht's aus. Schön mal stibitzt. So, jetzt ist Spielzeit.
Wow. Ich dachte, das ist für die Jungs. Ja klar, ich schau nur, ob es immer noch funktioniert. Ja, klar. Ja, sie hat mich durchschaut. Männer sind eben Spielkinder, was sollen wir tun? So. So, nochmal raus. Ja, komm. Das war's, dann legen wir los. Hey, 5 Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen okay, bald. Okay, versprochen, Mama. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst! Nein, ich zuerst! Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. So, wer hat eigentlich jetzt Geburtstag? Ich zuerst! Ja, komm. Lass uns Helikopter... Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Und nur weil er halt das Geburtstagskind ist. Und jetzt loslassen am besten. So. Ich bin jetzt dran, ich will auch mal. Hey, oh, ist doch gut. Okay, Sean, mach dich bereit, es geht los. Das gefällt ihm, ha? Ja. Ich bin ein toller Daddy. So, jetzt langt's aber auch mal. Los, Dad, zeig uns, ja, wie stark uns du deine bist. Muskeln. Okay, festhalten. Oi. Jetzt bist du erledigt. Oh mein du Gott. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Gib auf, Schwächling. Ha. Du schaffst das. Oi. Gib auf. Ich bin der Sieger. Ja. Oh. Zack. Haha. Es gibt ja nichts Schöneres als Kinder verbünden. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Na komm, wir lassen ihn auch einmal. Das zahle ich dir heim. Komm schon. Oh, oh, oh. Wow, oh. Oh mein Gott. Essen ist fertig. Kommt ihr rein? So, das Essen ist fertig. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zu Tisch gehen, beenden wir diese schöne Episode und feiern dann den Geburtstag bei Episode 2. Ja, das war Heavy Rain, jedenfalls mal die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Oder schreibt was in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Oder was ihr zu dem Spiel sagt. Das ist ja mehr oder weniger ein interaktiver Film. Das sagt man ja oft zu der Art von Spielen. Aber ich mag das ganz gerne. Ja, wie gesagt, lasst mal ein Like da. Oder schreibt was in die Kommentare. Oder macht doch beides. Das freut mich natürlich. Könnt natürlich auch Kritik loslassen, wenn ihr wollt, solange sie konstruktiv ist. Jo, das war's dann mal wieder von mir, vom Lautschmer. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.